Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forgotten Ones mit mir, Linkia Samael. Und ja, es geht da weiter, wo wir aufgehört hatten, vor einem Monat. Weil ich kein Internet hatte, konnte ich auch nicht hochladen. BZW hatte ich dann auch dementsprechend überhaupt keinen Bock aufzunehmen. Ja. Ich hatte kein Internet gehabt, weil ich umgestellt hatte auf eine höhere Leitung. Sprich, mein Anbieter hat es nicht geschissen bekommen und ich will auch keinen Namen nennen, Telekom, um die schlecht zu machen irgendwie. Deswegen einfach die Sache abhaken, würde ich sagen. Ja. Weil, wie gesagt, ich hatte sehr viel Ärger mit denen gehabt in der Zeit, als ich da, ich habe also wirklich alle zwei Tage angerufen und alles und nachher war ich auch richtig, ich war sauer. Ich war richtig, richtig sauer. Und jetzt habe ich mir gerade aufgefallen, ich habe die falsche Steuerung Telekom. Keyboard? Was ist denn E? Warum sollte man benutzen auf F legen? Das stimmt nicht mit. Guck, ich kann das nicht mehr ändern. Dr. Interact. Sehr gut. Warum sollte man, ist mir schnell aufgefallen. Warum sollte man denn benutzen auf F legen? Das macht ja absolut keinen Sinn, Mama. Habe ich die Timer gestartet? Ja, ist gut. Ich habe mir das wieder mal angeguckt, um überhaupt klar zu kommen, wo ich überhaupt aufgehört habe. Wie viel auf? Mensch, du hast die letzte Folge mit einem Rage-Quit beendet, mit einem Rage-Quit. Und dementsprechend machen wir sogar so weiter, so wo wir aufgehört hatten. Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Das heißt, die Jumpscares sind fucking real. Weil nur ich zu einer gefragt hatte, sind deine Jumpscares überhaupt echt? Erschreckst du dich wirklich? Ja, ja, das tue ich. Tja, manchmal habe ich wirklich ein bisschen Tränchen in den Augen. Weil ich ein fucking Mann bin. So, komm mal hier rein. Gott sei Dank. Jumps locked! Einige Jumps kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Und mein Headset ist fucking laut eingestellt, weswegen ich das mal ein bisschen runterregeln sollte. Weil ansonsten mir gleich beim Jumpscare sämtliche Ohren wegfetzen einfach nur und explodieren. So. 30. Hoppala. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Boah, voll professionell und so, sagst du einfach mal hier. Kein Problem, oder? So, auf jeden Fall müssen wir hier rein. Daran erinnere ich mich noch teilweise ein bisschen. I need a Boltcutter! Habe ich noch einen Boltcutter? Ah, das macht man im Inventar. Einen Boltcutter. Achso, ja, ich gucke irgendwo nach rechts und plötzlich schneidet sich voll links von mir. Ich hab so Schiss vor den Jumpscare. Ich habe jetzt wieder keinen Bock, das Spiel aufzunehmen. Und es ist auch noch so warm und wenn ich Jumpscares habe, dann schwitze ich und ich weine und Mami, bitte. Ich habe auf jeden Fall, ich bin fucking relaxed. Ich hätte vorher aufs Klo gehen sollen vielleicht. Nicht so gut. Egal. Ich hab schon... Ich habe jetzt wieder keine Lust, ey. Ich muss mal ganz kurz... Nee, das geht so wirklich. Ich muss mal kurz eine Aufnahmeunterbrechung machen. Meine Blase drückt. Bis gleich. Nach dieser kleinen erfrischenden Pipi-Pause für mich geht es jetzt dann doch endlich weiter für uns. Ja. Ja, ne? Dann geht es mal weiter. So. Schinzels Menschen inside. Ah ja. Also wir sind dann jetzt tatsächlich rein offiziell in der Hütte von Schnitzel. Oder habe ich das jetzt mal aufgesammelt? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Fand Wolf! Das habe ich tatsächlich letztes Mal vergessen. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich sehe nichts. Ein bisschen dunkel.
nackte Leiche. Daran erinnere ich mich noch. Dunkel. Hieran erinnere ich mich auch. Dunkel. Daran. Und hier war eine Notiz. Daran erinnere ich mich auch ganz, ganz dunkel. Pardon. Ja, daran erinnere ich mich noch tatsächlich ein bisschen. Ich müsste mal die Gamma ein bisschen tatsächlich auch bei mir hochmachen, weil... Schon ein bisschen dunkel, ne? Jo. Das hier. Keine Ahnung. Gut. Egal, weiter. So, hier rein musste ich auf jeden Fall, das weiß ich noch. La, Leichensäcke, hallo. Guten Tag. So, dann war hier ein Raum. An den erinnere ich mich tatsächlich auch noch. So, genau. Genau. Dann war es auch schon bei mich, für mich. Also war es das schon bei mich. Dann war es das schon für mich. Ich weiß noch, dass ich hier links einstecken konnte. Use. Genau. Das war es dann aber auch schon. Ich schätze mal, oder ich denke mal, ich musste das... Das habe ich umgelegt letztes Mal. Out of floor electricity. Bis dahin muss das gehen, ne? Genau. Dann hier. Ach so, genau. So, Elektrizität. Zack. So, dann hier. So. Weiter und weiter und weiter. Genau. Dann das hier, ne? Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon... Ewig her ist das einfach mal. Das ist so cool. Das auf jeden Fall noch. Nee. Das nicht. Hey, doch, das muss... das ist doch das Ding, oder nicht? Aus dem kann ich nicht drehen. Ist der Generator an. Dann das Ding hier. So. Dann... Muss ich hier noch was drehen? Ich schätze, das war's dann. Nummer 1 habe ich, hier muss ich dann nichts mehr machen, ne? So, drücke ich das Ding hier wieder zu, oder? Und dann ist... Okay. Das habe ich letztes Mal gar nicht gehört gehabt, dass die Tür zerbrach. Oder ich glaube, zumindest zu wissen oder so zu hören, dass es nicht ging. So, das war es dann, glaube ich, ne? Dann mal los. Oder so. Leute, es ist dunkel. Hallo? Dieser kleine Hodenkobold. Ja, kein Problem. Easy peasy, lemon squeezy, mofo. Hier, guck mal. Bam.
Easy peasy lemon squeezy. If eben, hören Sie das If ja. Hallo? Jetzt, meine Fresse. So. Dann zur Tür. Ohne Witz, das sind gefühlte 100.000 Grad bei mir. Scheiße, ey. Du musst dich die Ventile drehen, ne? Genau. So. Das? Hier musste ich nichts machen. Nein. Das da? Ging nicht, okay. War hier noch eins? Ja, hier. So. Das hier. So. Rüberspringen. Hier war nichts, denke ich mal. So, hier war ein Health Pack. Das merken wir uns, falls wir das nämlich nachher noch brauchen werden. Was wir, denke ich mal, brauchen werden. Und dann war es das, glaube ich, hier schon. Dann war es das für... Das Ding kann man nicht bewegen, ne? Nee, weil hier fehlt... There is a missing pipe. I have to find it. Ja, ne? What happened here? Dr. Schnitzel hat hier ein bisschen für Shit gesagt. Hier war ein Schlüssel. You found a key. Habe ich ihn jetzt mal aufgefunden? Basement key. It looks pretty rusty. In old locked doors arrow. Arrow? Any old locks doors brown? Vielleicht? So, wir sind die Spielentwickler. Wir schreiben die Namen zu Ende. Boah! So. Also, wir halten fest, unsere Aufgabe ist es, haben wir eigentlich hier... Forest? Hier ist das, hier sind die, Tunnel, ne? Zur Bilbo Town hier. Also merken, hier, eine Rohr ist ja missing, ne? So, ich erinnere mich noch, da kam der Rage Quit zustande, dass hier so ein kleiner Hoden-Kobold war. Haben wir es geschafft? Die Stelle ist echt ekelhaft, ohne Witz. Die ist wirklich beschissen. So, da oben war ja so ein Hodo-Abteil, ne? So. Hier ist nichts, ne? Ich habe es bewegt, ne? Also. So. Was ist das denn? Ja, da hat sich tatsächlich was bewegt. Aua! Die Pistole schießt wie ein verkackter Lama-Kuh. Ah, ficken Arsch! Ich spiel nochmal bis hier. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Selbe Stelle, selbe Welle. Oleg und Bolek sind tot. Wobei Oleg tot ist, Bolek ist nicht da. Und wie ich es so vermutet habe... Wir spawnen mal random Gegner. Weil der ist nicht, der ist hier nicht. Ohne Witz mal, der ist hier nicht. So. Hier konnten wir ja nicht durch, ne? Frage ist... It's locked. Können wir hier jetzt... Ah, jawohl. So. Neues Gefilde. Was erwartet uns hier? Ich weiß es nicht, aber hier ist eine Tür. Wir benutzen sie und gehen hinein in diese Tür. Und sehen... das da? Alter, ist das eklig. Ich kann mich ein bisschen erschrocken. Bin hübsch. Grobuska. Gott, sieht das schlecht aus. Er ist aber noch Half-Life 2. LOL. Ein Messer.
das ich wahrscheinlich nie benutzen werde, aber es ist ein effing Messer. So, was ist hier? Was ist das? Kann ich das benutzen? Insekten. So. Amerk. Oh, was heißt Amerk? Oh, da. Ein Ami-Messer oder so. Oh, Hodor. Mach das doch nicht. LOL. In drei Teufelsnamen bist du hässlich, Alter. Bist du ein kleines Motherfucker-Vieh. Leck mich mal am Schnitzel, die. Hast du noch was? Leck mich hart, Alter. Leck mich hart, bist du ein Arschkeks. Weiter geht's. Scheiße. Das sieht gar nicht mal so geil aus, wenn ich mal so sagen darf. Oh! Das war gerade ein Timer. Das war eigentlich der Timer, wo ich jetzt eigentlich jetzt aufhören müsste zum Aufnehmen. Aber da ich ja gerade Unterbrechung drin hatte, ist das nicht drin. Aber da ist ein Buch, wo ich speichern kann und werde. Nämlich ich spiele jetzt schon wieder total hardcore abfuckt einfach nur. Warte mal, da war doch noch eine Notiz am Bett, ne? Ach, sieh einer an! Schnitzel! Okay, muss ich mal... Fresh meat is approaching into darkness. I'll be ready. Okay. Dann muss ich jetzt meine beste Richtofenstimme rausholen. Ne, obwohl scheiße auf Richtofenstimme. Ich lese sowieso auf Deutsch vor. Ich hatte viele Stimmen in letzter Zeit. Despair. Angst? Nee. Stimmen der Wiesbärtigkeit. Glaube ich. Ich habe die Wasserversorgung abgeschaltet. Dass meine Villa mit der Bunker verbindet. Frisches Fleisch nährt sich in die Dunkelheit. Ich bin bereit. Shit. Ja, es ist soweit. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie lang die Mod ist, aber ich schätze mal, wir sind bald fertig. Also wenn wir jetzt schon in Schnitzels Zimmer sind hier, in Schnitzels Menschen. So, ich speichere aber erstmal ab. So. Und damit beende ich auch heute schon mal die Aufnahme. Mit dem ein oder anderen Rage Quit. Ne, nicht Rage Quit, aber mehr so Hass. Ganz großen Hass. Auf jeden Fall, ich möchte noch, bevor ich jetzt die Aufnahme beende, eine Theorie anstellen. Und zwar folgender. Wir sehen ja immer wieder so ein Vieh aufploppen, ne? Gerade eben auch, wo vor der Tür stand. Oder am Anfang. Wisst ihr noch, wenn ihr euch zurück zum ersten Part erinnert? Als wir in Wald gefahren sind, hoch zum Hotel. Waren wir im Hotel gewesen, wir kamen ja rein und da war ja, keine Ahnung, Frodo Beutlin, ne? Der wurde erstmal weggerissen von diesen schnellen Viechern. Und bevor er weggerissen wurde, war hinter ihm ja so ein großes Vieh. Meine Theorie ist, dass Dr. Schenzel, bevor er, also dieses Spiel spielt er nach der Weltkriegszeit, dass er, nachdem er an den Juden rumgeschnippelt hat, auch an sich hat rumgeschnippelt, BZW hat an sich rumschnippeln lassen. So dass er praktisch sich selbst, naja, nicht unsterblich, aber verändert hat. So Supersoldaten-Style, also so ein Monster gemacht hat. Das ist jetzt meine jetzige Theorie. So. Und ja, ich schätze mal, wir nähern uns jetzt langsam le Finale. Denke ich mal. So, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.